Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzliches Willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge The Buzz. Heute mit einer Community Map, und zwar sind wir heute in Fürth auf der Linie 142 unterwegs. Diese Map ist die Version vom 29.07.2024. Wir fahren mit dem Mercedes-Benz E-City Bus 12 Meter, 2 Türen. Wie gesagt, Linie 172, 38 Haltestellen. Und zwar von Kulturforum Richtung Libellenweg. Ja, lass gerne Like und Abo da und dann würde ich sagen, steige ich mal ein. Ich habe bloß vergessen, meine andere Tastatur zu holen. Ich muss mich so ein bisschen nochmal vorbeugen, weil ich in meinem Rennsitz sitze. Aber das sollte kein Thema sein. Das sind jetzt bloß die ersten Einstellungen, sage ich mal, wo ich mich immer so ein bisschen vorbeugen muss. So, ich hoffe, ich habe das richtige Print auf dem Bus. Fürth, Landkreis Fürth. Ich kenne mich leider in der Gegend nicht aus. Ich habe einfach Fürth bei Steam Workshop eingegeben und das dann einfach runtergeladen. Moin. Guten Morgen. So, ich glaube, ich habe Kartenverkauf ausgestellt. Guten Morgen. Ich gehe noch mal kurz raus, dass ich euch nochmal das Print hier zeige. Landkreis Fürth. Bayerisches Logo sehe ich jetzt nicht. Ich hoffe, das passt soweit. Oh je. Feuerwehr hier schon am Start. Gehen wir mal rein. Dann kann ich auch, wie gesagt, ein bisschen quatschen nebenbei. Jetzt muss ich bloß mal gucken, welche Tasten das jetzt hier waren. No. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie gar nicht eingestellt ist. Nee. Ja, Moment, Leute. Wieder optimal vorbereitet. So, jetzt soll's passen. Jetzt können wir hier durchstarten in Fürth. Ich selber war noch nicht dort im Fürth. Wenn ihr schon mal da gewesen seid, gerne in die Kommentare schreiben. Doch so, wie ihr die Map findet. Alles drum und dran, ob das so passt. Und wie gesagt, generell Like und ein Abo dalassen. Wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Bisschen mehr als eine halbe Stunde. Und die Zeit nutzen wir auch wieder mit ein bisschen Quatschen. Ich hatte jetzt The Buzz hintereinander weg aufgenommen. Die Linien, die mit dem Spiel herausgegeben wurde. Heute, wie gesagt, eine Community-Map. Bin ich, glaube ich, auch schon mal zum Teil gefahren. Aber auch nicht komplett, glaube ich. Ups. Jetzt müssen wir hier komplett rüber. Ich weiß nicht, warum der Bus hier so vibriert. Ja, erste Community Map. Wir befinden uns auch in der Beta 2.5.0. Seit ein paar Wochen, glaube ich, schon mittlerweile. Heute ist der 29.07. Die Version der Map, was hatte ich vorhin gesagt? 21.07. Falls ich 29. gesagt habe, das ist das Datum von heute. Habe ich mich vielleicht verquatscht. Ja, und ich hatte, wie gesagt, die Linien, die es mit der
MapGap hintereinander weg aufgenommen. Und jetzt muss ich mal wieder anfangen mit aufnehmen. Ich versuche auch so einmal die Woche ein Video dann aufzunehmen. Beziehungsweise wir machen ja mal einmal die Hin- und einmal die Rücktour. Der jeweiligen Community Map. Und vielleicht auch generell, dass ich so ein bisschen Updates gebe. Update-Videos zu dem Spiel. Wir haben Vorfahrt, oder du hast Vorfahrt, Kumpel. Ne, Moment. Jetzt. Hi. Das war auch von den Community Maps, immer auf dem relativ aktuellen Stand sind. Es gibt Maps, Community Maps von anderen, ja, Leuten, die auf der Version 2.5.0 noch nicht spielbar sind. Da muss ich dann mal gucken, muss ich wieder die Version zurücksetzen. So, wir machen uns heute auch keinen Stress. Ich weiß, dass ich ein bisschen hinterherhänge von der Zeit. Ich werde dann auch... Morgen. Moinsen. Moin. Hallöchen. Auch wieder mit Kartenverkauf starten. In der nächsten Folge, in der Rücktour. Kann aber auch vielleicht sein, dass der Kartenverkauf nicht geht, wenn ich das richtig gelesen habe in der Beschreibung. Ein bisschen zu schnell unterwegs hier. Hier müssen wir nach rechts. Bisschen zu weit ausgeholt. Ich muss mal gucken, hier mit meinem Mikrofon das Kabel stört. Moin. So, mein Mikrofon mal ein bisschen anders eingestellt, dass ihr mich dann besser hört und... Ups. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich werde hier irre. Ja, also irgendwie steckt der Wurm heute drin. Ich musste nochmal die Linie komplett neu starten. Aber jetzt sind wir drin. Jetzt können wir uns... Mal das Ganze hier genießen. Ich hoffe, Lautstärke ist auch in Ordnung. Ich habe es nochmal ein bisschen lauter gemacht. Und es gibt jetzt auch das Flottensystem. Das ist, glaube ich, leider nicht für diese Map integriert. Das hätte ich selber einstellen müssen. Ach, und da hatte ich dann auch keine Lust zu. Dass dann noch mehr Busse sozusagen hier langfahren.
Wird vielleicht später mal interessant, wenn das Wirtschaftssystem dann da ist. Aber es gibt bei anderen Maps, ich glaube Oberhavel-Map, da ist das mit integriert. Hatte ich gesehen. Getestet selber noch nicht. Ich hatte jetzt längere Zeit nicht mehr The Bus gespielt. Es ist ja Sommer, ein bisschen viel zu tun. Morgen. Oder man ist halt viel unterwegs. Da habe ich auch noch andere Projekte. Und deswegen, ja, mal so ein bisschen liegen gelassen, das Spiel. Ich versuche, wie gesagt, euch auch auf dem Laufenden zu halten. Vielleicht dann auch Infovideos zu bringen. Ja, und es ist ganz schön schwer einzuschätzen, wie viel Platz habe ich denn hier noch rechts. Sieht sehr eng aus und hier laufen irgendwelche Leute auf den Straßen rum. Na, Fahrkumpel. Hab ich keine Hupe. Hup, 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 hup. Und so, die blockiert die Kreuzung. Okay, das Auto ist mal weg. Bevor wir hier noch mehr blockieren, wollen wir einfach mal außen rum. Wenn die nicht klarkommen. Zum Glück nur mit einem kleinen Bus hier unterwegs. Nicht mit dem extra großen Ziehharmonika-Bus. Ja, aber so schöne Gegend auf jeden Fall. Nächste Haltestelle. Unterfahren Wachhausteinweg. Man muss, wie gesagt, noch gut einschätzen können. Also da habe ich so ein bisschen das Problem. Bei OMSI geht das tatsächlich mit den Abständen. Also da habe ich irgendwie ein anderes Gefühl. Da sitze ich auch ein bisschen weiter weg vom Lenkrad. Da hat man nochmal ein ganz anderes Gefühl. Müsste ich mal gucken, ob ich das vielleicht hier auch so ein bisschen einstellen kann. Ah, sind plus 5 Minuten, egal. Hier zum Beispiel Vision nicht, sind wir dran oder nicht, aber es geht, glaube ich, noch. Ja, da war es zu eng. Wie gesagt, meine andere Tastatur hier nicht am Start, dass wir mal wünschen können. Aber ich kann ja hier überschwenken. Also mit dem Doppeldecker wäre das schon alles ein bisschen enger geworden. Weil der ist gefühlt noch größer und sieht es mir nach, wenn ich hier ab und zu mal annecke. Und das Bremsen müssen wir nochmal ein bisschen üben. Na? Jetzt so. Moin. Und hier habe ich das Gefühl, dass gar kein Bus passt. Oh, bitte verursacht hier keinen Stau, Leute. Aber wegen dem LKW oder wie? Nee, wegen mir. Ich bin doch schon rechts. Hauptsache, es will keiner abbiegen. Und danach können wir nochmal ein bisschen zurücksetzen und Feuer! Ich glaube, da kommt zwar einer.
Oder es täuscht. Ne, blaue Licht. Oh ja. Lauf doch nicht einfach so über die Straße, Kumpel. Ja, irgendwie ist heute auch dieses Chaos-Dingens-Bummens, was es von Flash Space immer gibt. Das ist, glaube ich, heute, obwohl nicht Freitag ist. Ich hatte immer in Erinnerung, Freitag ist das. Verkehrschaos. Aber es war jetzt nicht unbedingt Verkehrschaos. Oh, hier müssen wir auch ganz schön schwenken. Aber hat ja alles gut geklappt. Und sorry, wenn ich ab und zu mal ein bisschen verpeilt bin. So bin ich. Na, oh, hier staut sich's. Oder? Nee, die parken hier. Mensch, Christopher. Mit Lenken ist halt so ein bisschen schwierig. Hallo. Ich habe Formel 1 Lenkrad optimal. Um Bus zu fahren. Jetzt haben wir schon wieder, oder haben wir Tatütata gehört? Das ist Lenken halt ein bisschen schwierig. Wollen wir mal gucken. Wir halten hier erstmal an. Obwohl, nee, wir fahren mal hinterher. Feuer! Ja, war klar. Na? Wie weit... Ah, da kommt ja noch einer. Immer doch mal gehalten. Ja. Jetzt stehen wir da wie Max in der Sonne. Obwohl es geht. Der schiebt den einfach weg. Ich fahr mal schnell hinterher. Ah, hier passt es nämlich wieder. Mit Hoffnung, dass die KI hier hinten aufräumt. Na? Hup, hup. Ich weiß auch nicht, nach welchen Systemen die hier fahren. Ah, jetzt. Okay, doch nicht. Hauptsache kein Stau. Also da muss man vielleicht auch aufpassen bei den Einstellungen, dass man den Verkehr so einstellt, wie das vorgegeben wird. Das habe ich eigentlich auch gemacht, zwischen 80% und 90%. Ich habe sogar 80 genommen. Ja, ein bisschen weniger. Nachher wegen dieser Engstelle. Oh.
Ja, auch sehr schöne Details hier mit den Häusern, Bäumen, Büschen und so. Das sieht schon echt nice aus, gefällt mir. Ich will auch nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter so einer Map. Vor allem, dass die Leute, ich glaube, diesen Modus, dass man selber Maps kreieren kann, den gibt es noch nicht so lange. Ein Jahr knapp, würde ich schätzen. Vielleicht doch anderthalb, und dass dann so schnell die Leute schon Maps veröffentlicht haben. Aber natürlich erstmal mit nur wenigen Haltestellen, erst Step by Step über das Jahr oder anderthalb Jahre, sind dann halt immer mehr Haltestellen bei den einzelnen Maps dazugekommen oder mehrere Linien. Also es ist schon echt schön, finde ich cool, vor allem für umsonst. Muss man ja auch sagen, die Leute sitzen während ihrer Freizeit dran, ne? So. Oh, hier, ein Flüsschen. Und nicht ganz so schnell fahren. Nächste Haltestelle. Hier mit Schiffchen sogar. Nice. Was aus so unerklärlichen Gründen bei manchen Asphaltstrukturen oder so fängt es an zu huppeln. Hier mit Edeka. Also das ist schon wirklich gut gemacht. Also macht richtig Spaß, hier zu fahren. Und ich weiß nicht, was hier noch geplant ist auf der Map. Wenn jetzt da nicht unbedingt auf dem Discord-Channel von denen. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob noch irgendwas geplant ist hier auf der Karte. Die Gegend sieht wieder ganz anders aus. Hier sind bloß 30, sehe ich gerade. Also ich wüsste auch nicht, was man hier an der Map verändern sollte, also was es zu kritisieren gibt. Außer vielleicht an der Innenstelle halt die Autos, aber da kann man nochmal den Verkehr um 5 bis 10% runterschrauben. Hallo. Oder 10%, ne, ich glaube, das geht in 5er-Schritten oder sogar 1er-Schritten. Prozentsätze. Nächste Haltestelle. Burgfahrenbach-Viadukt. Hier muss man wieder so ein bisschen aufpassen. Und schlecht einsehbar, ob da einer von vorne kommt.
Aber hier passt's wieder. Ich denke mal von der Zeit her. Ja, plus 8 Minuten. Moin. Also da kann man auch nicht meckern von der Zeit her. Das ist auch gut getimt. Guten Morgen. Trotz der längeren Haltesituation, die wir ja vorhin hatten in der Innenstadt. Altstadt. Das war ein bisschen blöd von mir. Nächste Haltestelle. Wickenstraße. Der wartet, das ist schön. Danke dir. Frag mich, wer hier so laut Musik hört. Hauptsache ich krieg kein Problem mit Copyright oder so. Nee, auch wieder schöne Häusersiedlung. Vorhin so blockartig. Hat mir so an meine, nicht unbedingt meine Stadt erinnert, aber so die Gegend in einer anderen Stadt in der Nähe, wo ich wohne. Na Kumpel. Oh ja, ich hoffe, ich kann wieder zurücksetzen. Hier wird's nicht aufgepasst. Es sind da mir ein Auto, was hier so Bum 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 Musik macht, oder ich muss halt ganz zurücksetzen. Das ist nicht gut gelaufen. Ja, Kumpel, lass mir schon ein bisschen Platz. Ah, Mann. So. Da haben wir wenigstens die Bum-Bum-Musik nicht mehr. Ich warte jetzt hier erstmal. Obwohl, kommt nichts und da löst sich der Verkehr wieder auf. Obwohl hier eigentlich halten ist. Oder was heißt halten? Gucken. Na, da kommen welche, die anscheinend rot hatten. Da sind es gar keiner drin. Ich kann, glaube ich, noch ein Stück vor. Danach können wir. Sehr schön. Dann hoch auf die Baustelle. So, dann dürfte es eigentlich gar nicht mehr so weit sein. Ne? Jetzt. Morgen. Sind wir Sperlings? Ja, dann kommt Tulpenweg, Burg Farnbach West und dann Libellenweg. Oh ja, hier sind ja wieder 30. Hier sind die Straßen zum Glück wieder ein bisschen breiter. Hier ist die 30er-Zone zu Ende. Oh, hier fahren wir sogar ein bisschen über Land und ein bisschen zu weit links gefahren. Hier ein riesengroßes Feld. Oder das ist noch nicht richtig fertig.
Na gut, kann natürlich auch in Wirklichkeit so aussehen, dass hier so Feld ist vom Bauern. Entweder dürfen wir nicht schneller fahren als 50. Und wir haben schon 11 Minuten plus, Leute. Jetzt kommt eine scharfe Kurve. Ja, hier sogar mit Zügen. Ey! Hat er mir ja halb die Vorfahrt genommen, Kumpel. Kumpelblase. Ich blinke schon mal nach rechts, dass wir hier gleich wieder abfahren. Das finde ich dann auch immer ganz nett, die Leute, die schon rechtzeitig blinken im Kreisverkehr. Manche kriegen es ja gar nicht hin und dann wirklich auf den letzten Drücker. Ich versuche es halt auch immer rechtzeitig anzuzeigen, dass die Leute dann in den Kreisverkehr fahren können. Ja, das schaffen wir nicht mehr. So, jetzt Gummi, Gummi, Gummi. So, und dann haben wir nur noch zwei Stationen. Achso, hier ist ja rechts vor links. Kumpelchen. Ich weiß nicht, warum du bremst. So, auf der Rücktour kann ich schon mal sagen, oder ich hoffe, ich denke dran, mal sehen, ob ich vielleicht morgen schon die Rücktour aufnehme, weil es fährt sich echt schön. Werden wir wieder mal einen Verbrenner fahren. Bisschen Geräusche. Ups. Nächste Haltestelle. Burgfahren Wachwest. Die Busse sind immer ein bisschen leise. So, 30er-Zone zu Ende. Hier wieder Ausschau halten. Ich höre zwar was, aber es kommt nichts. Oh, ist auch schön hier. Mit den Laternen in der Mitte. Gut, hier will eher eigentlich keiner einsteigen. Na, jetzt wollen wir uns hier keiner rauslassen. Na, da hätten wir Gas geben können. Na, jetzt Feuer. Hier wird fleißig gebaut. Weil ich es wieder nicht abschätzen konnte. Mal sehen, ob wir hier den Baufortschritt sehen. Ey, da wird sogar richtig geschweißt. Oder sowas. Da oben. Richtige Funken, also man sieht da richtig ihn arbeiten. Krass, cool.
Und hier auch, der guckt oder der wartet, keine Ahnung, was der macht. Ja, und da vorne ist schon die letzte Haltestelle. Nächste Haltestelle. Die Wellenweg. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Und wie ich gesagt habe, ungefähr eine halbe Stunde sind wir unterwegs. Dann in der nächsten Folge gibt es dann die Rücktour, wie gesagt, mit einem Verbrenner. Und mal sehen, wie sich die Map hier weiterentwickelt. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Jetzt kann ich es gerade nicht abspielen. So, jetzt. Gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, wir sehen uns dann nächste Woche auf der Rücktour. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.